Prolog, die Welt von Ein Kurs in Wundern aus dem Buch, eine Reise, die über die Worte hinausgeht. Wenn du beginnst, einen Kurs in Wundern zu erfahren, stellst du fest, dass du eine ganz neue Welt betrittst. Seine Seiten beinhalten das Rüstzeug, das dir erlauben wird, die Welt in einem völlig anderen Licht zu sehen. Diese neue Welt, die du entdecken wirst, ist eine Welt unveränderlicher Liebe, eine Welt unerschütterlichen Friedens, eine Welt kindlicher Freude und eine Welt absoluter Freiheit. Diese Liebe, dieser Frieden, diese Freude und diese Freiheit sind so groß, dass sie sich sogar darüber hinaus erstrecken, was wir mit unserem denkenden Verstand erfassen können. Die neue Welt von Ein Kurs in Wundern existiert bereits tief in dir, wo sie immer gewesen ist und immer sein wird. Und alles, was du brauchst, um in diese Welt eintreten zu können, ist deine eigene Bereitwilligkeit, jede Überzeugung, die du hast, zu überprüfen und herauszufordern. Wenn dein Körper stirbt, stirbst du nicht. Die tiefste Wirklichkeit von dem, was du bist, liegt nicht in deinem Körper, sondern in deinem Geist, der weiter existiert, nachdem du gestorben bist. Die meisten glauben bereits, dass das wahr ist. Das wirkliche Du, das von Gott nach seinem Bilde erschaffen wurde, ist Geist. Es ist der Geist, der Teil von Gott ist und seine schöpferische Kraft mit ihm teilt. Eine der grundlegendsten Botschaften von Ein Kurs in Wundern ist, dass dieser Geist, der die Wirklichkeit deines Seins ist, lebendig ist, wenn es dir auch so erscheint, als ob du gegenwärtig im Körper existieren würdest. Dein Geist hört nicht auf, seine schöpferische Kraft auszuüben. Er geht nicht weg in weit entfernte Teile des Universums, nur weil du im Moment in deinem Körper herumzugehen scheinst. Weil Geist genau jetzt quicklebendig ist und weil er deine Quelle schöpferischer Kraft ist dein Geist aktiv in dieser Welt. Jetzt. Als solcher ist es dein Geist, der entscheidet, was du erfährst und was dir zu geschehen scheint. Die physische Welt wird von der schöpferischen Kraft des Geistes kontrolliert und nicht andersherum. Dieses Bewusstsein dreht die Welt plötzlich auf den Kopf, wenn du anfängst zu erkennen, dass alles in deinem Leben seine Quelle in der schöpferischen Kraft deines Geistes hat. Dieses Wissen wird für dich eine Quelle großen Friedens und großer Freude werden. Kurz gesagt ist die Welt von Ein Kurs in Wundern eine Welt der Freiheit. Das ist alles. Wenn du Freiheit in ihrer Gesamtheit verstehen würdest, wie sie wirklich ist, wären keine weiteren Worte notwendig. Du bist frei. Das ist alles. Deine wahre Natur ist Geist. Als Geist bist du frei. Geist lebt ohne Begrenzung. Er wird nicht von Raum oder Zeit begrenzt. Du kannst höchstens sagen, dass Geist überall ist, ewig und immer existiert, ohne Anfang und ohne Ende. Und so ist es auch zu verstehen, nach dem Bilde Gottes erschaffen worden zu sein. Gott ist ebenso Geist. Dadurch, dass der Kurs es dir eröffnet, wirst du beginnen, die Bedeutung des Geistseins und des völligen Freiseins zu erkennen. Geist ist frei wie ein Gedanke. In diesem Sinn ist er völlig sicher und über Angriffe erhaben, denn was könnte einem Gedanken schaden? Geist steht über jedem bedroht werden können. Er ist völlig sicher in Gottes Welt. Es gibt keinen äußeren Umstand, der die Natur deines Geistes ändern kann. Mit den Worten des Kurses, du bist unverletzlich. Genauso wie du unverletzlich bist, ist es Gott selbst auch. Ein Wesen, das unverletzlich ist, hat nie irgendeinen Grund, den Angriff eines anderen Wesens zu fürchten. Ein Wesen, das wirklich unverletzlich ist, ist in der Tat sogar unfähig zu spüren, dass ein Angriff geschieht.
Als ein Wesen ausgestattet mit unendlicher Stärke ist Gott völlig jenseits davon, durch etwas angegriffen, bedroht oder verärgert werden zu können, was sein Sohn wählen könnte zu erfahren. Weil das so ist, gibt Gott seinem Sohn natürlich absolute Freiheit, alles zu sein und zu erfahren, was er sich vorstellen kann. Das Geben einer solchen vollständigen Freiheit an einen anderen ist das, was du als Liebe kennenlernen wirst. Solche Liebe ist nur möglich, wenn durch die Augen des Geistes gesehen wird. Als ein geistiges Wesen, geschaffen nach Gottes eigenem Bild, besitzt du andere Attribute, die wir im Kurs umrissen finden. Dein Geist ist Teil von Gottes Geist. Das macht dich heilig, da du Teil von Gott bist. Das bedeutet auch, dass die Stärke Gottes in dir ist, dass die Liebe Gottes Teil deines Seins ist, dass die Anschauung, die die Wahrheit über das Leben sehen kann, in deinem Geist ist. Es bedeutet auch, dass du als Geist und als ein Teil Gottes immer von der Liebe Gottes erhalten und geschützt wirst. Es gibt in jedem von uns den Wunsch, umsorgt, geschützt und geliebt zu werden. Der Gott in Ein Kurs in Wundern segnet uns mit gerade diesen Geschenken, erhöht zu Vollkommenheit und dehnt sie aus ohne irgendeine Ausnahme. Während wir uns durch dieses irdische Leben kämpfen und abplagen, ist es alles andere als klar, dass die vorausgegangenen Passagen wahr sind. Das ist so, weil wir diese Welt durch Augen betrachten, die die Wahrheit nicht sehen. Unsere Interpretationen darüber, was diese Welt ist, basieren auf den Gedanken unseres Gehirns. Der Kurs bezieht sich auf diese Gedanken als die Gedanken, von denen wir denken, dass wir sie denken. Aber sie sind nicht unsere wirklichen Gedanken. Um die Welt von Ein Kurs in Wundern zu erfahren, müssen wir willens sein, die Aussage zu betrachten, dass die Gedanken des Gehirns kein Beweismaterial der Wahrheit liefern. In der Tat müssen wir uns dem Wissen öffnen, dass es sogar unmöglich ist, unsere wahre Natur zu entdecken, solange wir auf dem Funktionieren innerhalb des Gedankensystems dieser Welt beharren. Die Welt von Ein Kurs in Wundern soll jenseits deines Denkens gefunden werden. Die Gedanken über diese Welt, die Gedanken deines Gehirns, sind eine Form der Wahrnehmung. Wahrnehmungen werden immer als Antwort auf eine Erfahrung gebildet, die in dem schöpferischen Teil deines Verstandes geboren wurden und dann auf den Bildschirm von Raum und Zeit projiziert werden. Deine Wahrnehmungen sind Gedanken, die nach der Tatsache deiner Erfahrung gebildet werden, die in deinem Verstand erschaffen wurden. Ein Kurs in Wundern sagt hierzu, dass du nur die Vergangenheit siehst und dass dein irdischer Verstand nur von vergangenen Gedanken beherrscht wird. Wahrnehmungen, die auf der erlebten Erinnerung beruhen, haben keine schöpferische Kraft. Als solches, sagt der Kurs, haben sie keine Bedeutung. Die Gesamtsumme unserer Wahrnehmung bildet grundsätzlich einen Filter, durch den wir die physische Welt einschließlich uns selbst sehen. Insofern als unser Wahrnehmungsrahmen seine Basis in dieser Welt hat, sind wir gezwungen zu glauben, dass diese Welt Wirklichkeit ist und dass unsere eigene Wirklichkeit in ihr existiert. In Klammern, zum Beispiel, du glaubst, dass du tatsächlich ein Körper bist, Klammer zu. Die Botschaft von Ein Kurs in Wundern ist, dass unsere wirkliche Natur Geist ist, dass wir kein Körper sind und dass der Wahrnehmungsrahmen dieser Welt uns weder erzählt noch erzählen kann, wer wir sind. In diesem Sinn sind die Gedanken, die wir denken, dass wir denken, bedeutungslos, weil sie uns nicht die Wahrheit über unser Selbst vermitteln. Es gibt jedoch einen Wahrnehmungsrahmen, der dem sehr nahe kommt, uns über unsere wahre Natur zu informieren. Der Kurs bezieht sich auf diesen Rahmen als wahre Wahrnehmung. Wahre Wahrnehmung ist ganz faszinierend, weil sie nichts ist, was du austüfteln könntest.
Sie ist nicht ein Lohn, der nach jahrelangem Studieren und Betrachten eines komplizierten Gedankensystems kommt. In der Tat sagt der Kurs empathisch aus, dass es nichts gibt, was du tun kannst, um das Endergebnis zu erreichen, das der Frieden Gottes ist. Der Weg zur wahren Wahrnehmung und in die Welt des Friedens liegt in deiner Bereitwilligkeit, dich der einfachen Wahrheit zu öffnen, dass deine wahre Natur Geist ist, der nicht innerhalb dieser Welt von Körpern, Raum und Zeit gefunden werden kann. Wenn du dich erst dieser Möglichkeit geöffnet hast, dass Wahrheit und Frieden jenseits dieser Welt liegen, wirst du herausfinden, dass sie innerhalb deines Seins existieren und immer da gewesen sind. Jenseits der Ebene unserer Körper, jenseits der Ebene der Gedanken unseres Gehirns gibt es die Ebene des Geistes. Hier findet alle schöpferische Aktivität statt. Wenn du irgendetwas erfahren möchtest oder deine aktuelle Erfahrung in irgendeiner Weise verändern willst, musst du es von der Ebene des Geistes aus tun. Du berührst die Ebene des Geistes, indem du dein Bestes tust, die Gedanken deines Gehirns still werden zu lassen. Dorthin bringst du keine Interpretationen und Beurteilungen, die diese Welt dich gelehrt hat. Du bringst keine Stigmata von Schuld aus der Vergangenheit mit. Du bringst keine Zukunftsängste mit. Tatsächlich weißt du schon aus eigener Erfahrung, dass du dem Lebendesign dann am nächsten bist, wenn du dein Leben einfach erfährst. Wenn du dich in dem, was du tust, verlierst, sodass es keine Gedanken über Vergangenheit, Zukunft oder Konsequenzen gibt. Wir alle wissen, dass dieses so ist, ob wir uns aufs Klavier spielen, Schlagen eines Golfballes oder das Genießen eines Sonnenuntergangs beziehen. Die Ebene des Geistes in diesem Zustand, in dem du von deinen Gedanken frei und einfach lebendig bist, sehr ähnlich. Auf dieser Ebene begegnest du deiner schöpferischen Wirklichkeit. Ein Ziel des Kurses ist, uns dabei zu helfen, zu lernen, unser Leben von der Ebene des Geistes aus zu leben. Was wir in einem Kurs in Wundern lernen, ist, dass wenn wir die Geschäftigkeit unserer Gedanken hinter uns lassen und wählen können, zuzuhören, wir die Stimme Gottes hören können. Die Stimme ist immer da, in dem Schweigen unseres Geistes, in der Stille den Tag erwartend, an dem wir uns seiner Gegenwart öffnen. Die Stimme wird dich eine neue Welt lehren, eine Welt, in der es nichts gibt als Liebe, eine Welt des Friedens und der Freude und der Freiheit jenseits dessen, was deine Gedanken begreifen können. Ende Teil 1 des Prologs von Eine Reise, die über Worte hinausgeht.